Moin vom Gartenhaus Aurich, mein Name ist Inga und heute stellen wir den Cocktail Caipirinha her. So, wir haben ein bisschen was vorbereitet, einen Eiscrusher für Crushed Ice, einmal Strohhalme, dann ein grünes Brett für Obst oder Gemüse oder Kräuter, eine unbehandelte Limette, ein Barmesser, eine Zange, einen großen Tumbler, einen Stößel, einen sogenannten Machler, braunen Rohrzucker, einen kleinen Messbecher und den Katschaka, den Zuckerrohrschnaps. So, dann fangen wir mal an. Wir markieren unseren Platz mit dem Coaster, wo unser Gast sitzt. Ich habe mir die Hände natürlich vorher gewaschen, habe trotzdem Handschuhe an. Ich denke, gerade in der heutigen Zeit ist das sehr wichtig. Die Limette habe ich vorher auch abgespült. Und dann legen wir mal los. Die vorderen und hinteren Kanten kann man abschneiden. Dann fütteln wir die noch einmal. Man könnte auch den weißen Strunk rausschneiden. Das ist aber nicht so kriegsentscheidend, da der Gast die Limette ja nicht verzehrt. So, dann einmal die Limette ins Glas. Dann kommen 2 Teelöffel Rohrzucker dazu. Und dann wird es mit dem Matra etwas zerstoßen und zerdrückt, aber nicht zu doll. Nicht, dass man die Bitterstoffe aus der Schale freisetzt. So, dann brauchen wir Crushed Ice. Jetzt kann man hier oben die Eiswürfel reinpacken. Dann wird gedreht, dann wird das Eis zerkleinert und kommt unten als Crushed Ice raus. Ich habe das schon mal vorbereitet. Mache das Crushed Ice ins Glas. Und mache dann 6 cl. Zuckerrohrschnaps, Katschaka, einmal übers Eis rüber. So, dann macht man noch einen Strohhalm rein. Die sollten etwas größer und etwas fester sein, weil der Gast ja damit auch noch ein bisschen umrührt. Wir haben der Umwelt zuliebe auch Packstrohhalme. Und dann ist der Caipirinha ja eigentlich fertig und kann serviert werden. Prost! So, das war die Herstellung des Caipirinhas. Als kleinen Tipp noch, in der Bar verwenden wir natürlich immer das grüne Brettchen für Obst, Gemüse und Kräuter. Und man sollte halt immer irgendwie eine Zange oder Handschuhe benutzen, der Hygiene wegen. So, der Gast sollte den Caipirinha eigentlich sehr langsam trinken, damit sich das Eis verflüssigt und mit dem Chaka vermischt. Einige Gäste sind dann am Anfang, schmeckt der Cocktail dann halt ein bisschen anders wie später zum Schluss, wenn sich dann auch wirklich der Zucker wirklich verteilt hat. Und als kleinen Tipp könnte man dann statt nur Rohrzucker auch flüssigen Rohrzucker benutzen. Dann schmeckt er von Anfang an gleich etwas süßlicher. Und als kleinen Tipp, Crushed Ice hat man ja nicht immer zu Hause. Dann könnt ihr ein paar Eiswürfel in ein Tuch packen, da einmal mit dem Hammer draufhauen, die dann zerkleinern. Und dann habt ihr Crushed Eis zu Hause. Viel Spaß beim Nachmachen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.